Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich dieses Make-up gemacht habe. Das war übrigens mein Silvester-Make-up. Dafür benutze ich jetzt zuerst das Catrice HD-Cover in der Farbe 30. Ich liebe das einfach, weil es schön mattierend ist und am Ende nichts glänzt. Das trage ich jetzt erstmal alles überall auf. Ich mache das immer in so tupfenden Bewegungen. Ich finde, es verteilt sich dann besser. Schön unter den Augen. Ihr solltet auch euren Hals nicht vergessen, weil sonst habt ihr Ränder. Und das wollen wir natürlich nicht. Ihr könnt auch ein bisschen über eure Ohren drüber gehen. Genau, und schön an der Stirn. Und ihr könnt auch schön über eure Augenlider drüber gehen. Oder ihr nehmt zum Schluss halt eine Base. Als nächstes nehme ich von Revolution die Chilled Palette. Und zwar zuerst das Candyland Grün mit dem Lidschattenpinsel mit dem flachen und trage das jetzt aufs Innere des Lides auf. Weil wenn man die hellere Farbe auf das Innenlid aufträgt, dann öffnet das später mal das Auge. Ihr seht ja, dass die Lidschattenpalette leider nicht so gut pigmentiert ist. Also ich muss sehr viel Produkt auftragen, damit man überhaupt was sieht. Besser wäre es natürlich, wenn ihr jetzt eine Base drunter macht, aber also die ist halt einfach nicht gut pigmentiert. Da finde ich von Rival de Loop die Jungle Palette viel besser. Genau, und jetzt tragt ihr das schön auf. Und das gleiche machen wir jetzt auch unten am Auge. An der Wasserlinie schön lang. In ein bisschen mehr Produkt auftragt und es verschmiert ein bisschen nach unten. Das ist nicht so schlimm, das können wir später noch ausgleichen. Dann nehme ich jetzt die Farbe Mist, nennt sich das. Das ist ein dunkleres Grün. Und das trage ich jetzt am Augenlid auf, am Äußeren. Schaut, dass ihr außen ein bisschen gerade Linien bekommt. Und dann ziehe ich das einmal oben am Lid lang. Dünner Strich. Es muss nicht zu viel sein. Und dann nochmal unten an der Wasserlinie außen. Jetzt habe ich hier einen Blenderpinsel genommen. Da gibt es ganz tolle von Rossmann. Die sind auch gar nicht so teuer. Und verblende das Ganze, damit das alles ein bisschen weicher wird und nicht ganz so hart wirkt. Genau. Und da geht ihr auch unten lang, oben lang. Alles schön verblenden. Ihr seht, das reicht mir jetzt hier von der Farbintensität noch nicht so. Deswegen trage ich jetzt noch mehr Produkt auf. Oben halt auch nochmal. Und jetzt wird das Ganze nochmal verblendet. Am besten von innen nach außen, also von der hellen Farbe in das Dunkle rein. Damit das, wie gesagt, ein bisschen weicher wirkt. Und ihr seht schon, das Auge sieht viel größer aus, weil wir den helleren Lidschatten innen reingemacht haben. Auf der anderen Seite macht ihr jetzt genau das gleiche. Jetzt machen wir wieder oben beim Lid schön eine dünne Linie und unten an der Wasserlinie wieder. Versucht aber, dass ihr nichts ins Auge bekommt, das wäre ein bisschen blöd. Das brennt dann bestimmt ein bisschen. Ihr könnt auch jede andere Farbe nehmen, die ihr gerne möchtet. Also ihr müsst nicht unbedingt grün nehmen, aber grün passt halt richtig gut zu meinen Haaren. Deswegen habe ich grün genommen. Dann immer gucken, ob es auf beiden Seiten einigermaßen gleich ist. Jetzt habe ich hier so richtig tollen Glitzer-Eyeliner, den gibt es jedes Jahr von Rival de Loop Young. In der Theke, der heißt nur immer anders. Letztes Jahr hieß er, glaube ich, Frost. Und dieses Jahr hieß er Glam. Und den gab es auch in Gold, den habe ich mir sofort in Gold geholt. Weil diese Displays in den Kosmetiktheken, die sind ziemlich schnell ausverkauft. Und so tollen Glitzer-Eyeliner bekommt ihr sonst eigentlich in den Theken leider nicht. Ja,
Eyeliner malen ist halt ein bisschen Übungssache. Wenn ihr das nicht so gut könnt, ist das kein Problem. Immer probieren, probieren, probieren. Eine ruhige Hand haben. Also versuchen zu haben, aber ich habe auch extrem lange gebraucht, bis ich mir einen ordentlichen Eyeliner malen konnte. Aber ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren, 11, 12 Jahren. Und am Anfang sah der auch schrecklich aus, aber mittlerweile geht es richtig gut. Also brauche ich auch keine Hilfe mehr dabei. Den tragt jetzt auch schön dick auf. Das ist so ein holographischer. Aber der ist halt ziemlich feucht. Also entweder föhnt ihr euch die Augen trocken, weil sonst hängt der halt oben noch mit am Lid. Oder ihr versucht die Augen nicht ganz so weit aufzumachen und wedelt ein bisschen, bis der angetrocknet ist. Weil sonst verwischt ihr euch echt extrem. Jetzt tusche ich mir hier die Wimpern mit der Essence Double Trouble Mascara. Die ist extra black. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die habe ich mal in meiner Kosmetiktasche gefunden. Mit der bin ich eigentlich extrem zufrieden. Aber es gibt ja diese Extreme Mascara noch. Die läuft halt auch richtig gut. In den Theken kaufen richtig viele. Ja, Wimperntuschen kennt ihr. Jetzt habe ich hier so einen ganz dünnen Augenbrauenliner. Und gehe damit jetzt in die Farbe Burn rein. Das ist so ein richtiges Dunkelbraun. Und das benutze ich jetzt für meine Augenbrauen. Also ihr seht, ihr könnt mit einer Lidschattenpalette könnt ihr eure kompletten Augen machen. Und ich nehme richtig gerne Lidschatten dafür, weil man das einfach so toll verblenden kann. Es gibt natürlich viele, die machen das halt mit diesem Gel. Finde ich jetzt nicht so toll, das verschmiert meistens. Ja, gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Und dann habe ich jetzt hier noch von Rival de Loup so ein Augenbrauen-Gel durchsichtig. Das mache ich drüber, das fixiert das Ganze. Und dann hält das auch einen ganzen Tag lang. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Ich male mir mal vorne unter der Braue, wo die anfängt, einen ganz dünnen Strich und ziehe das nach hinten durch, wie ihr sehen könnt. Und jetzt verblende ich das Ganze von unten nach oben und zum Schluss sieht man den Strich nicht mehr, damit das vorne nicht mehr ganz so dunkel ist, sondern so ein bisschen verblendet ist. Ach, ich finde es immer ziemlich schwierig, dass dann beide Brauen gleichzeitig aussehen. Es gibt natürlich Schablonen, aber naja. Meine sind vorne auch immer so ein bisschen buschig. Aber kann man nichts machen, ist ja nicht so schlimm. So, und das Ganze wird jetzt, wie gesagt, wieder schön verblendet. Und jetzt nehme ich wieder ein Wimpernbürstchen, Augenbrauenbürstchen, gibt es ja auch in jeder Theke, Essence, Catrice. Ist noch nicht ganz so teuer. Jetzt hier wieder das durchsichtige Fixier-Augenbrauen-Gel. Geh einmal drüber. Die Federaugenbrauen sind ja voll modern gewesen, wo man die sich so nach oben macht. Aber mir gefällt das überhaupt gar nicht. Ich kann das nicht leiden irgendwie, ich weiß nicht. Finde ich einfach persönlich nicht schön. Deswegen bürste ich mir das immer nach oben und dann schön an die Seite, sodass das einen Abschluss hat und nicht so federig aussieht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt habe ich hier noch so einen Manhattan Blush. Hier habe ich jetzt die Farbe 200 Tempted. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, wie gesagt. Also ich habe so viel Schminke, weil ich ja auch in dem Bereich arbeite und deswegen... Ja, habe ich zu viel meistens. So, jetzt nehme ich mir aus der Lidschattenpalette noch ein bisschen Highlighter, also die Farbe Calm. Trage das halt ein bisschen auf meinen Wangen auf. Und dann nochmal auf der Lippe oben, am Lippenherz. Weil das gibt halt nochmal so einen schönen Schimmer oben. Dann habe ich jetzt hier den Lippenstift von L'Oreal. Contouring habe ich diesmal gar nicht gemacht. Hat irgendwie keine Lust dazu, aber beim nächsten Mal zeige ich euch das auch gerne. Ja, das ist das fertige Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich liebe Make-up.